Heute sprechen wir über 5 Glaubenssätze, die ich ständig bei Fotografen und Videografen sehe und die dir mit Sicherheit nicht dazu verhelfen werden, dass du damit erfolgreich wirst. Viel Spaß! Eines der fatalsten Fehler, die ich immer wieder sehe bei vielen Fotografen und Videografen ist, dass sie sich einreden, sie bräuchten besseres Equipment. Denn besseres Equipment würde dazu führen, dass sie wieder neue Kunden bekommen. Sie geben dann mehr und mehr Geld für das auch aus. Und natürlich ist es gut, wenn du gewissermaßen deine Qualität steigerst. Aber das Ding ist einfach, du solltest auf ein gewisses Level bereits kommen. Das heißt, du solltest gewisse Umsätze auch schon gemacht haben, oder kontinuierlich, wenn man sagen kann, erwirtschaften, damit du dir auch tatsächlich dieses Equipment leisten kannst und nicht nur ständig ja, von Auftrag zu Auftrag hüpfst, vielleicht sogar von deinem privaten Geld, weil du noch nicht komplett selbstständig bist, in dieses Equipment rein investierst und praktisch einfach nicht das Geld nutzt, das du erwirtschaftet hast von Kunden. Und die harte Realität ist auch, muss man jetzt auch einfach sagen, besseres Equipment führt nicht dazu, dass du auf einmal auch mehr Kunden bekommst und auch höhere Preise verlangen kannst. Das ist ein Glaubenssatz, den du spätestens dann checkst, ja, wenn du tatsächlich mal diesen Sprung gemacht hast. Denn ich habe das sogar mal aus eigener Hand erfahren, als ich noch viele Hochzeiten gemacht habe. Ich hatte damals eine Nikon D800 und die konnte nur in 720p auch mit 60 Frames pro Sekunde filmen. Ich habe dann einen krassen Systemwechsel gemacht, das heißt, ich bin dann von Nikon auf Canon gestiegen. Und dieser Systemwechsel hat mich mit Sicherheit über 10.000 Euro gekostet, weil ich keine Objektive mehr nutzen konnte, weil ich auch nicht mehr die Akkus oder irgendwelche Equipmentteile praktisch für diese Kamera hatte, konnte ich alle nicht mehr nutzen. Selbst die SD-Karten gingen nicht mehr, weil ich habe dann die Canon 1DX Mark II verwendet, die genau übrigens hier hinten steht. Und da habe ich dann einfach festgestellt, okay, ich habe jetzt diese neue Kamera und natürlich ist die Qualität ein bisschen besser geworden, das will ich gar nicht verneinen, weil ich konnte auch auf einmal in 4K 60 FPS filmen. Das Ding war nur, das hat keiner meiner Kunden tatsächlich wahrgenommen. Also das war dann nicht so im Nachhinein so, boah krass, danke, dass du das in so einer hohen Qualität gefilmt hast. Die haben das gar nicht wirklich gecheckt. Und selbst ich habe es nicht mal wirklich so krass anders wahrgenommen. Das heißt, natürlich wusste ich, ich habe jetzt nicht mehr 720p, sondern 4K auf einmal. Aber von der Bildqualität hat sich vielleicht 10% verbessert. Okay? Aber am Ende des Tages habe ich noch immer die gleichen Preise genommen. Ich habe noch immer die gleiche Anzahl an Kunden gehabt. Und im Endeffekt habe ich, wenn man so sagen kann, ein gewisses Verlustgeschäft eher gemacht, weil ich eigentlich dasselbe auch mit meinem alten Equipment genauso hätte machen können. Also habe ich da spätestens festgestellt, oh mein Gott, das ist eigentlich nicht die Lösung, um krassere Aufträge zu bekommen oder um mehr Aufträge zu bekommen. Ja, deswegen, besseres Equipment führt nicht dazu, dass du mehr Kunden bekommst oder bessere Kunden bekommst. Natürlich, wenn du jetzt vielleicht vorher auf deinem iPhone gefilmt hast und dann auf einmal eine Spiegelreflexkamera nutzt, das ist ein krasser Unterschied, den ich dir natürlich auch empfehle. Aber wenn du bereits ein gutes System hast und damit auch schon vielleicht den ein oder anderen Kunden gemacht hast, dann ist es in der Regel nicht unbedingt super krass notwendig, jetzt auf ein besseres System umzusteigen, wenn es um das Ziel geht, ich will mehr oder bessere Kunden. Denn das würde tatsächlich nicht dazu verhelfen. Denn die meisten Kunden sehen das nicht. Die meisten Kunden checken da auch nicht den Unterschied. Die interessiert auch nicht, mit welcher Kamera du kommst. Die interessiert das Ergebnis. Ja, kriegen wir damit mehr Verkäufe hin? Kriegen wir dadurch mehr Sichtbarkeit? Kriegen wir dadurch mehr Vertrauen? Oder. Okay? Ein weiterer Glaubenssatz, den ich sehr lustig finde, weil ich da auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen kann, ist, mehr Social Media Follower führen dazu, dass man auch mehr Kunden bekommt. Und das stimmt nicht wirklich. Also viele Filmemacher denken vielleicht auch sogar von mir, Walter, du hast ja hier jetzt einen YouTube-Kanal mit 12.000 Abonnenten. Klar kommen viele Kunden zu dir. Und das Lustige ist, aufgrund meines YouTube-Kanals habe ich noch nie einen Kunden wirklich gewonnen. Faktisch ist es sogar so gewesen, ich war mal bei einem Kundenauftrag, beziehungsweise ich war auf einer Hochzeit.
Und ich habe die gefilmt und dann war dort auch noch eine zweite Hochzeit. Das waren zwei separate Räume und der andere Fotograf hat mich gekannt über YouTube, ja. Und er ist dann zu meinem Brautpaar gegangen und hat dann gesagt, ey, ihr habt den Walter gebucht, oder? Und sie so, ja, haben wir so. Okay, ja, krass, bla bla. Und dann kommt irgendwann die Braut auf mich zu und sagt halt so, sag mal, Walter, bist du irgendwie berühmt oder so? Ja, und ich würde mich jetzt absolut nicht als berühmt oder ähnliches bezeichnen. Aber natürlich in dem Kontext habe ich eine gewisse Bekanntheit. Und der Punkt war halt, oder das zeigt ja im Endeffekt, dass meine Social-Media-Reichweite mir nicht wirklich dabei hilft, um an Kunden zu kommen. Okay? Um ehrlich zu sein, kann ich mir sogar gut denken, dass sich vielleicht sogar in dem Kontext, zumindest jetzt Brautpaare, vielleicht sogar gewissermaßen abgeschreckt fühlen, weil sie sich dann sagen, ja, aber der hat ja so einen großen YouTube-Kanal und vielleicht veröffentlicht der da unsere Hochzeit oder so, das wollen wir auch nicht. Okay? Deswegen, Social-Media-Follower sind in diesem Kontext, ja, wenn es jetzt darum geht, tatsächlich zum Beispiel B2B-Kunden zu erreichen, also wenn du Imagefilme drehst oder ähnliches, ist ein YouTube-Kanal erstmal absolut nicht notwendig oder generell Social Media gar nicht so krass notwendig. Ja? Vor allem im B2B-Kontext. Wenn du jetzt wieder Hochzeiten machst, würde ich dir schon stark empfehlen, zum Beispiel mehr auf Instagram irgendwo zu setzen. Aber auch hier ist es so, dass du keinen Kanal mit 5000 Followern oder ähnliches brauchst. Ich habe sämtliche Teilnehmer bei mir im Training, die haben irgendwie 200, 300 Follower und sind trotzdem ausgebucht. Ja? Eine Sache ist nie die volle Lösung. Also es führt auch zum nächsten Glaubenssatz, der eigentlich ganz gut darauf trifft. Ja? Viele denken eben, ich mache zum Beispiel jetzt einfach nur Facebook-Ads. Und das ist die Lösung für mein Problem. Oder ich mache einfach nur SEO. Und das ist die Lösung für mein Problem. Ja? Und dann holen sie sich irgendwie ein Videotraining oder ähnliches, setzen es vielleicht sogar um und checken dann, irgendwie war das doch nicht so die Lösung für das Problem. Und das ist nämlich das Lustige, denn die Lösung deines Problems ist oftmals nicht nur eine einzige Sache, sondern eben ein Gesamtkontext. Du brauchst die volle Lösung. Okay? Das ist ungefähr so, wie wenn du dir vorstellst, ja, du produzierst einen Werbefilm für deinen Kunden und du machst den und machst den und machst den und auf einmal hast du das fertige Produkt und der Werbefilm ist übelst geil und dein Kunde hat aber keine Ahnung, wie er den einsetzen soll. Der Kunde weiß nicht, wie er dies auf die Webseite packt, der Kunde weiß nicht, wie man Facebook-Ads schaltet, der Kunde weiß nicht, wie man im Endeffekt diesen Film in die Sichtbarkeit bekommt, wenn man so sagen kann. Und der liegt dann halt einfach rum und es passiert nichts. So, das heißt, die Lösung, einen Werbefilm zu produzieren, ja, wieder diese eine einzige Maßnahme, ist nicht die Lösung gewesen. Sondern du brauchst das Gesamtkonzept, du brauchst die volle Lösung am Ende des Tages, um dein Problem zu lösen. Es ist nie nur eine einzige Sache. Es ist nie zum Beispiel, ich habe einen Instagram-Account, ich richte meinen kompletten Fokus auf diese eine Sache und dann bekomme ich Kunden. Völliger Nonsens. Du brauchst eine Gesamtlösung. Und das kann halt aus mehreren Sachen bestehen. Ja, das kann sein, dass du eine Webseite brauchst, das kann sein, dass du ein Portfolio brauchst, das kann sein, dass du Suchmaschinenoptimierung brauchst, das kann sein, dass du Social Media brauchst und, und. Ja, es kann sein, dass du vielleicht Weiterempfehlungen dir auch einholst, aktiv in Kooperationen schließt und so weiter und so fort, okay? Das ist immer ein Gesamtkonzept, das du benötigst und nie nur eine einzige Lösung. Und das Lustige ist, oftmals, was ich sehe, ist, dass viele Fotografen und Filmmacher an die falschen Lösungen zuerst denken. Ja, wie zum Beispiel, ich brauche ein Showreel. Ich brauche jetzt erstmal ein Showreel und dann kriege ich Kunden. Nonsens. Ist völliger Nonsens. Ich habe noch nie ein Showreel gehabt. Noch nie ein Showreel gemacht. Ich habe über 100 Kunden betreut. Deswegen, ja, das ist eben das Lustige, dass oftmals die Leute denken, das ist die Lösung und dann aber am Ende feststellen, scheiße, das war es doch nicht. Ja, ein weiterer Glaubenssatz, über den ich gerne sprechen möchte, ist, Qualität verkauft sich von alleine. Das kommt oft von Leuten aus meiner Sicht, die bereits gewissermaßen lange schon in der Branche tätig sind. Das heißt, wenn du dich an Leute jetzt orientierst, die dir sagen, ja, ich mache das schon seit 10 Jahren, seit 20 Jahren und ich mache keine Akquise, ich mache kein Marketing, Qualität verkauft sich von alleine. Dann ist es halt so, das kann für diese Person stimmen. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber wenn du jetzt auf einem ganz anderen Level stehst,
wenn du jetzt irgendwo hier unten stehst, ja, und gerade deine ersten 2, 3 Videos gefilmt hast, ja, in egal welchem Bereich, ob jetzt irgendwie Imagefilme oder mal Hochzeiten oder mal Events oder Produktvideos, dann wird das nicht reichen. Da kann deine Qualität noch so gut sein. Weil das sehe ich ja ständig immer wieder, dass ich mit vielen Fotografen und Videografen zusammenarbeite, wo ich sehe, die Qualität ist nicht das Problem. Ich muss denen da keine Tipps geben oder irgendwas und sagen, hier und da kannst du noch was an deinem Portfolio ändern. Na klar, gebe ich das trotzdem, aber es ist nicht das Problem. Weil ich weiß das von mir selbst, weil als ich natürlich auch Videos gemacht habe und dann im Vergleich sehe, was teilweise meine Teilnehmer für Videos machen, die 1000-mal bessere Videos gemacht haben, also ihre ersten Videos jetzt zum Beispiel, ihre ersten 10 Videos im Vergleich zu meinen ersten 10 Videos, die sind 1000-mal besser bei denen, aber die kriegen es trotzdem nicht gebacken, irgendwie an Kunden zu kommen. Und das ist ein fataler Fehler, denn du brauchst was ganz anderes. Du brauchst oftmals eine ganz andere Lösung und die ist natürlich sehr individuell, da muss man gezielt auf deinen Laden, jetzt sag ich mal, muss sagen, auf dein Business schauen und sagen, ja, okay, das ist das Problem, vielleicht hast du noch keine richtige Zielgruppe, vielleicht fehlt dir die Positionierung, vielleicht ist dein Angebot nicht richtig. Ja, hast du denn irgendwelche gezielten Akquise-Strategien, die du auch anwendest, um an den nächsten Kunden zu kommen? Weil das fehlt auch bei sehr vielen Fotografen und Videografen. Die sitzen, sag ich mal, gewissermaßen im Hoffnungsmarketing fest und denken sich einfach, ja, wenn ich jetzt einfach den nächsten Film noch krasser mache und noch geiler produziere, dann fliegen die Kunden auf mich wie... Naja, wir fliegen auf, ihr wisst schon. Und das ist halt nicht der Fall. Ja, du musst Marketing und Vertrieb machen. Das ist eigentlich die Lösung zu dem Problem, wenn man so sagen kann. Aber okay, machen wir weiter mit dem nächsten Glaubenssatz. Ja, Kunden in der Region zahlen mir nicht genug. Und das finde ich immer sehr lustig, denn ich will gar nicht bestreiten, dass das nicht stimmt. Dieser Glaubenssatz in der Hinsicht stimmt schon. Ja, wenn du jetzt in einem Stadt lebst, wo 10.000 Menschen leben, dann kriegst du mit Sicherheit nicht den 10.000 Euro Imagefilm. Das kann gut sein. Aber warum beschränkst du dich denn nur auf deine Region? Denn wir haben heute Internet, also wir sollten heute digitalisiert sein und es gibt viele Wege und Möglichkeiten, über das Internet auch an Kunden zu kommen, die eben außerhalb deiner Region liegen. Und ich bin mir auch recht sicher, dass du für, sagen wir einfach nur einen 5.000 Euro Auftrag, wahrscheinlich auch bereit sein würdest, so 100-200 Kilometer zu fahren. Ja, also ich damals, als ich angefangen habe, ich bin für Hochzeiten, wo ich 2.000 Euro verdient habe, bin ich teilweise 600 Kilometer gefahren. Also war ein bisschen krank, aber... Natürlich, wie gesagt, kommt immer darauf an, auf welchem Niveau du bist, auf welchem Level du bist, ob du es tatsächlich nötig hast oder nicht. Ja, das ist wieder so ein individuelles Problem. Aber wie gesagt, generell dieser Glaubenssatz zu haben, ja, Kunden in meiner Region zahlen mir das nicht, sehe ich eben, wie gesagt, sehr oft auch bei Hochzeitsfoto- und Hochzeitsvideografen. Der mag zwar stimmen, aber es gibt halt einfach Wege, Möglichkeiten und Lösungen, wie man sich halt einfach online zum Beispiel breiter aufstellt, sodass du auch aus anderen Regionen gefunden wirst. Und ich habe da wirklich Leute... Weiß nicht, ob ihr Kloppenburg kennt zum Beispiel. Ja, das sind bei mir Teilnehmer, die kommen aus Kloppenburg. Und die wissen, habe ich auch von vornherein gesagt zu denen, natürlich kriegt ihr nicht eure Traumkunden aus eurer Region. Das kann mal passieren, ja, dass hier oder da mal der eine oder andere Kunde tatsächlich bereit ist, auch wirklich eure Preise zu bezahlen, die ihr möchtet. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering. Und wir haben uns halt gleich von Anfang an auf die größeren Städte fokussiert. Ja, und du musst halt einfach nur bereit sein zu sagen, okay, ich fahre dann halt die 100, 200 Kilometer. So, das waren jetzt einfach diese 5 Glaubenssätze. Ja, ich finde es ein cooles Format, ehrlich gesagt. Ich könnte wahrscheinlich noch 10, 20, 30, 100 weitere Glaubenssätze erzählen. Ja, schreibt mir dazu doch, was ihr darüber denkt, gerne in die Kommentare, ob ich wieder so ein Video machen soll über Glaubenssätze, die sich bei Fotografen und Videografen so gewissermaßen eingeschlichen haben. Genau, und ansonsten, wenn du sagst, ja Walter, das hört sich eigentlich echt cool an, du hast so gerade meinen Nerv ein bisschen getroffen, ja, bei mir ist es genau so. Dann lass uns doch mal sprechen. Ja, trag dich dazu ein auf walterweber.de, auf ein kostenloses Beratungsgespräch und dann schauen wir uns mal deine Situation ein bisschen besser an. Und dann kann ich dir auch sagen, ob und inwiefern ich dir auch da weiterhelfen kann. Vielen Dank fürs Zusehen.